Hallo und erstmal herzlich willkommen zu meinem ersten technischen Workshop zum INEOS Grenadier. Immer wieder kommt in den verschiedenen Facebook-Gruppen für den Grenadier die Frage auf, welche Anschlussstecker werden dort auf dem Dach verbaut und was genau brauche ich an Teilen und Werkzeug, wenn ich diese nutzen möchte. Also, das Steckersystem heißt Deutschstecker. Und heute möchte ich mal ein bisschen genauer darauf eingehen, welche exakten Deutschstecker brauchen wir beim Grenadier, wenn man zum Beispiel Arbeitsscheinwerfer, Rückscheinwerfer oder gar eine superhelle Leitbar auf dem Dach montieren möchte und natürlich elektrisch anschließen will. So, fangen wir erstmal an, was sind diese Deutschstecker? Ein wesentlicher Vorteil dieser Deutschstecker ist nun, dass sie wasserdicht sind. Wenn wir da mal reingucken, sehen wir innerhalb des Steckers eine Dichtung. Und wenn ich nun, das ist jetzt quasi die Buchse, wenn ich jetzt den Stecker reinstecke und die beiden sozusagen fest verbinde, jetzt ist er eingeklickt, jetzt ist die komplette Verbindung wasserdicht. Wieder auf. Und wie ihr schon seht, das ist genau der Blindstecker, der beim Grenadier oben auf dem Dach verbaut ist. So, aber zuerst möchte ich erwähnen, dass es in der Tat verschiedene Typen an Deutschsteckern gibt. Bei Arbeitsscheinwerfern und LED-Lampen, zum Beispiel von Osram und von anderen Herstellern, wird der gebräuchlichste Typ DT verwendet. Dieser ist auch bei vielen anderen Arbeitsscheinwerfern ganz, ganz üblich. Beim Grenadier ist aber ein ganz anderer Typ von Deutschsteckern verbaut. Genauer gesagt handelt es sich um den Typ DTP. Und der Unterschied ist, hier sind die Pins dicker ausgestattet und somit auch für größere Kabelquerschnitte ausgelegt. Wenn man es nun aber ganz genau wissen will, sind die vorverkabelten Buchsen, also das ist jetzt eine Buchse, wie man oben auf dem Grenadierdach findet, vom Typ DDP04-2P. Ich schreibe das auch später nochmal in der Beschreibung, dass ihr das genau auch lesen könnt. Und die zugehörigen Stecker, das ist jetzt der, das ist ein DDP06-2S. So, und jetzt muss man dazu wissen, das Strich-2S am Ende oder 2P am Ende gibt uns an, dass es sich um einen zweipoligen Stecker handelt. So, und jetzt gucken wir uns die Dinger mal genauer an. Also, das ist der Blindstecker vom Grenadier selbst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Stecker nehme, das jetzt quasi den, wenn ich den kaufe, sieht er auch so aus. Kleiner Unterschied, hier habe ich zwei weiße Stopfen drin. Die sind einfach nur da, wenn kein Kabel angeschlossen ist. Nehme ich die rein und die sorgen dafür, dass das Ganze abgedichtet wird. So, jetzt baue ich den mal kurz auseinander, dann seht ihr mal die verschiedenen Bauteile. Außen ist eine Dichtung, da kommen dann später die Kabel durch. So, innen, klar, hohl. Jetzt habe ich hier ein anderes Werkzeug. Habe ich vorne noch eine Abdeckung, die kann ich jetzt mal rausnehmen. So, genau, und das ist jetzt schon alles. Und wie ihr seht, das ist jetzt quasi der Stecker vom Grenadierdach und das wird jetzt quasi ein handelsüblicher. Und das Einzige, was uns fehlt, das sind hier diese Stifte, also die Pins. Und wenn man muss noch wissen, bei den Steckern sind die Pins weiblich ausgestattet und umgekehrt. Bei den Buchsen, wenn es männliche Stecker, männliche Pins. So, und was brauche ich jetzt eigentlich? Jetzt könnte ich natürlich diesen Blindstecker einfach nutzen, direkt verwenden, sofern ich jetzt quasi einfach zwei der richtigen Pins habe. Wie schon gesagt, diese Pins sind beim Steckertyp DDP dicker ausgestattet, damit für einen größeren Kabelquerschnitt geeignet. Also da müsst ihr bei der Bestellung auf jeden Fall drauf achten. Eine Alternative ist natürlich gleich ein komplettes Set zu ordern, wo alles mit drin ist, unter anderem auch die richtige Kremzange. Ich habe ein Set bei AliExpress bestellt. Lieferung dauert so 10-12 Tage. Das sind 16 Steckerpaare drin, also einerseits Stecker, andererseits Buchse, zweipolig und nochmal genauso viele im vierpolig. Ist dann interessant, wenn man es halt vor allem auch für, ja,
eigene andere Dinge auch nutzt, ist nicht ganz günstig, das Set, 120 Euro. Aber da passt alles. So, und bei dieser Crimping-Zange sollte man noch aufpassen. Die muss man vorher korrekt einstellen. Also Pin rein und dann sieht man schon, dass der Pin jetzt in dem Fall zu weit drin ist. Und jetzt kann ich hinten über diese Rändelmutter einfach einstellen und den Pin entsprechend hier reindrehen. Und jetzt seht ihr, jetzt steht er ein bisschen über. Also Finger drauf, einstellen. So, jetzt passt er. Gut. Jetzt haben wir natürlich erstmal genügend erzählt für, ja, wie funktioniert es, was brauche ich da alles. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier eine Lampe, die wollte ich sowieso anschließen. Und zwar habe ich hier einen Rückverscheinwerfer FX120S WD. WD steht Weiteausleuchtung. Also, den packen wir mal aus. Das ist quasi Fabrikneu. Noch nie ausgepackt. Und was man hier schon sieht, der Arbeitsscheinwerfer hat am Ende oder hinten dran eine Nagelstecker. Und das ist der normale DT. Auch ein Deutschstecker. Kabel ist dabei. Ich könnte es jetzt reinstecken, fertig, hier was anlöten. Das will ich jetzt aber nicht machen. Weil dieses Kabel ist mir zu kurz. Ich habe das entsprechende lange Kabel, 3 Meter Anschlusskabel, mit dazu geordert. Tun wir mal öffnen. Auch komplett neu. So, hier haben wir den Stecker wieder. Der passt bei uns in die Lampe. So, und dann haben wir an der anderen Stelle ein offenes Ende. So, und das möchten wir einfach jetzt direkt auf unseren Stecker aufkrimpen. So, was ich machen muss, erstmal gucken, sind die Kabel lang genug? Also ist genügend abisoliert. Das ist zu wenig. Also versuchen wir das mal. Abisolierzange. So, zweimal. So, das sollte jetzt reichen von der Länge. Jetzt stecke ich meinen Pin auf. Meine Zange. Und jetzt krimpe ich die rein. Eins ist fertig. Wo ist unser zweiter Pin? Also hier das gleiche wieder. Und jetzt habe ich die beiden Pins. So, und jetzt mache ich es mir ganz einfach. Also einfach hier durchstecken. Ganz wichtig, das ist jetzt unsere Dichtung nach außen. Jetzt nehme ich meinen Stecker
Jetzt wird es interessant, weil jetzt muss ich die beiden Stecker so tief einstecken, damit sie sozusagen einrasten. So. Bis ich es klicken höre. So, jetzt sehe ich hier die beiden Stecker. So, und jetzt kommt dieses Teil zum Einsatz. Das muss ich jetzt einfach hier reinnehmen. Und dieses Teil sorgt einfach dafür, dass die beiden Stecker jetzt hier drin arretiert werden. Das heißt, die gehen nicht mehr raus. Und sobald ich das jetzt beim Grenadier einstecke, also hier die Buchse, klick, jetzt ist es arretiert und wasserdicht. So, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ich habe nicht auf die Polarität geachtet. Jetzt habe ich links rot, also Plusanschluss, rechts Minus. Was tue ich jetzt, wenn ich falsch lag? Und jetzt kommt genau der Teil, warum sind diese Deutschstecher so flexibel? Weil ich kann die einfach wieder öffnen. Das mache ich jetzt mal. Also entweder mit einer Zange, beziehungsweise ich brauche nur diese Sicherung rausnehmen. Also den wieder raus. Jetzt gehe ich mit dem Schraubenzieher rein, weil da drin sind zwei. Man müsste eigentlich mit dem genauso gehen. Also einfach rein, die Sicherung lösen. Nein, klappt nicht. Muss ich nochmal machen. Der erste ist gelöst, der zweite auch. Jetzt nehme ich die raus. Jetzt verdrehe ich die beiden einfach gegeneinander und stecke sie wieder rein. Halt, nein, das wäre falsch schon. Ah, oder? Doch. Lasse ich sie wieder einklicken. So. Beide wieder drin. Wo ist unser Teil zum Sichern? Ebenso wieder rein. Also hier ein bisschen schräg stellen. Dann klappt es schon. So. So. Und jetzt ist der Stecker wieder einsatzfähig. Und ich habe die Polarität ganz einfach geändert. Also jetzt habe ich minus links, rot, plus auf der rechten Seite. So, das ist schon alles. Und jetzt habe ich meinen Rückfahrscheinwerfer verkabelt und kann den direkt oben in den Grenadier einstecken. Sollte funktionieren, außer ich habe die Polarität missachtet, dann muss ich das einfach wieder ändern. Okay, so, das war jetzt erstmal alles für die Deutschstecker für heute. Also, wenn Fragen sind, bitte in die Kommentare. Ihr könnt mir auch mal schreiben, ob man so einen Workshop besser in Deutsch, besser in Englisch abhält. Deutsch fällt mir halt ein bisschen leichter. Okay, danke. So, das war's dann. Ansonsten, ich verlinke nochmal alle Teile in der Beschreibung. Dann könnt ihr entweder das gleiche Set von AliExpress bestellen oder halt auf die Recherche gehen und die richtigen Teile direkt bestellen bei Mauser, bei anderen Herstellern etc. Okay, Dankeschön. Ach ja, und nicht zu vergessen, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, jetzt probieren wir das gleich mal aus, ob unsere Lampe funktioniert. Also, hier haben wir unser Panel. Wir schalten erstmal Power an und dann für die Arbeitsscheinwerfer den Ausgang X3. So, wie man sieht,
Auf der anderen Seite ist der Arbeitsscheinwerfer schon angegangen. Hier habe ich den neu verkabelten schon mal eingelegt. Also, Deckel auf. Ich nehme den Blindstopfen raus. Damit. Und jetzt habe ich hier das neue Kabel. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So, und unser Arbeitsscheinwerfer leuchtet. Wobei, hier habe ich ein bisschen gemogelt. Ich musste die Polarität nochmal ändern. Ja, aber wie ihr gesehen habt, es funktioniert ganz einfach. So, und jetzt müsste ich an und für sich nur den Arbeitsscheinwerfer schön verkabeln, montieren, das Kabel noch kürzen und das war's dann. So einfach geht es mit den Deutschsteckern.